Was geht ab, meine Freunde? Ich bin's wieder, euer Xerox, und heute sind wir im Ragdoll Tycoon. Bitte nicht wundern, ich habe hier die Permissions, das Spiel zu editieren. Es ist aber nicht mein Spiel, dieses Spiel gehört bei Gold. Ich bin da halt, ich glaube, noch Develop in seiner Gruppe. Ich war noch nie in diesem Game drin und aus diesem Grund gucken wir uns das heute mal einfach an. Ich habe es selbst noch nie angeschaut. Und ja, so sieht das Ganze aus. Wow, okay. Das sieht ja schon mal sehr nice aus. Das ist aber nicht mein Tycoon. Warum spawne ich denn hier, wenn das nicht mein Tycoon ist? Das frage ich mich gerade. Warum spawne ich denn da? Moment. Ich muss mal eben ganz kurz schauen. Ist hier irgendwo noch ein Tycoon frei, wo ich hingehen könnte? Red Panda bin ich. Aber das ist doch... Ich verstehe das Prinzip gerade noch nicht so ganz. Das ist nicht mein Tycoon. Nee. Schaukel, alles gut? Alles gut, Schaukel? Nee, irgendwie nicht. Was muss man denn hier jetzt tun? Teleporter? Achso, der teleportiert mich ganz nach oben irgendwo hin. Ich bin ja auf einer komplett falschen Platte irgendwie. Sehr schön. Okay, das hat schon mal funktioniert. Wir müssen nämlich doch hier rüber, wo noch nichts ist. So sehe ich das eigentlich. Oder wir müssen hier drüben hin. Ich finde das gerade sehr, sehr merkwürdig. Komme ich auch hier hoch? Gott. So, jetzt sind wir oben. Okay, wir gucken nochmal nach, ob wir jetzt hier vorne unseren Tycoon claimen können. Weil mich hat das gerade doch schon ein bisschen gewundert da drüben, dass wir da nicht hin können. Also hier gibt es definitiv so eine Platte. Ja, jetzt ist es unseres. Okay, irgendwie ist da noch was im System falsch, weil zu dem roten hier wissen wir nicht. So, hier können wir Kanonen bauen. Okay. Können wir da auch rein? Glaube irgendwie... Irgendwie geht das nicht. Okay, doch. Es geht irgendwie doch so halbwegs. Halbwegs geht es. So, was wird hier jetzt aufgebaut? Was ist das? Hier können wir den... Aha, ein Minenfeld. Ui. Ich will versuchen, da irgendwie von der einen Mine auf die andere zu kommen, aber es geht irgendwie nicht. Ich krieg's nicht hin. Ich krieg's einfach nicht hin. Nee. Nee. Da gehen wir direkt mal zum nächsten. So, hier können wir den Weg weiterbauen. Sehr schön. Hier können wir uns die tolle Schaukel holen, die eben dahin. Was ist mal los? Gut, hat funktioniert. Eine sehr schöne Schaukel. Die hat ja funktioniert. So, was haben wir jetzt hier? Das ist ein Spike Trap. Warum kriege ich denn Schaden, wenn ich hier stehe? Ich hoffe, ihr habt Zeit mitgebracht. Die Animation braucht ein bisschen, bis sie komplett aufgebaut ist. Ja. Achso, wir sind tot. Okay. Unser Körper bleibt da hinten auch weiterhin liegen. Gut. Damit das noch so ein bisschen brutaler wirkt, glaube ich. Ja, ich denke mal, es sollte eigentlich so sein, dass wir von hier oben auf die Stacheln drauf fallen, oder? Glaube ja. So. Gut. Wir chillen hier jetzt nur. Das ist nur chillen. So, hier können wir weitergehen. Und hier haben wir Drinks. Okay, gut. Aber bei Gold, da hast du aber auch ordentlich in der Toolbox rumgeballert, wa? Weil ich sage ja immer wieder, man will zwar ein Spiel schnell fertig haben, aber ein bisschen weniger Toolbox, ein bisschen weniger, dann ist es perfekt. Und man findet halt auf YouTube so viele Tutorials, wie man perfekt irgendwas bauen kann. Und das hier würde man auch ganz schnell bauen können. Bisschen länger gedauert, bis das gespawnt ist. Wir brauchen einen Teleporter. Da läuft man hier einfach flupp runter. So muss das. Was haben wir denn da vorne? Ist das noch ein Boot oder sowas? Ja, das können wir uns nicht holen. Nee. Dafür haben wir nicht genug Geld. Das sind Treppen, okay. Also ich würde empfehlen, das ist jetzt eine Sache, die ich jetzt sage, wirklich weniger Toolbox nehmen. Bei Goods. Ich weiß, du kannst das auch anders und ich weiß, du kriegst das auch hin. Vor allem ein Ragdoll-System kriegt man ganz einfach auf YouTube. Da gibt es sehr, sehr viele Tutorials zu, wie man das hinbekommt. Natürlich, vielleicht hast du es selber hinbekommen. Ich kann ja gleich nochmal meinen Toolbox-Check machen, ob ich da was finde. Und ich bin mir 100% sicher, dass ich da was finden werde. 100%. So, was haben wir denn hier jetzt? Was haben wir denn gerade für 0 gekauft? Das weiß ich jetzt gerade nicht.
Das Leaderboard scheint irgendwie auch nicht so ganz zu funktionieren, ne? Nee, das hier funktioniert aber. Wer ist denn da schon wieder auf Platz 1? Aha. Aha, der Owner höchstpersönlich. Wo gehen wir denn eigentlich hier hoch, wenn wir jetzt hier weiter hochgehen? Ach, das ist ein Gebäude. Ach Gott, Mensch. Ach, es gab sogar einen Teleporter. Warum laufe ich denn hoch? Bumm. So, wir sind unten angekommen. Sehr schön. Und das hier merke ich jetzt erst. Das ist der Income, den wir bekommen, wenn wir das Gebäude gekauft haben. Das heißt, jetzt kriegen wir 40 Dollar pro Sekunde. Habe ich vorher nicht gewusst. Ich dachte, das wäre irgendwas anderes. Ich habe es erstmal nicht verstanden. Der Teleporter wird nicht richtig angezeigt, aber es kann... Ah, so, der ist noch im Aufbau. Okay, alles klarchen. Deswegen... Ja, dann baue ich erstmal auf. So, jetzt gehen wir hier hoch und lassen uns einmal hier ragdollen hier runter. So muss das sein. Viele Knochen schon gebrochen. Mal sehen, wann wir gleich... Ah, wir sind schon unten. Okay, ich wollte gerade sagen, mal gucken, wann wir gleich unten sind. So, was können wir uns denn hier noch holen? Okay, einen schönen Brunnen konnten wir uns hier holen. Sehr gut. Hier können wir auf der Hüpfburg rumhüpfen. Auch sehr gut. Aua. So, hier haben wir noch einen Swimmingpool. Ah, gibt uns auch wieder 10 Dollar. Okay, alles klärchen. So, jetzt haben wir das mit Wasser noch gefüllt. Und dann springen wir jetzt hier runter. Und heppa. Ja, sehr gut. Hier haben wir ein Jump-Pad. Das ist nicht das von Fortnite, sowas? Ein Busch. Was war das jetzt? Was haben wir da jetzt gekauft? Achso, ah, die Teile müssen ja erst spawnen. Stimmt. Ich vergesse es ja immer wieder. Es dauert ja ein bisschen. So, ein bisschen Grünzeug. Grünzeug geht immer. Man muss es ja auch schön halten. Dann haben wir hier noch eine Hüpfburg. Ja, ja, ist okay. Also langsam reicht sie aber auch mit den Hüpfburgen. Nochmal ein Foodstand. Obwohl, der ist nicht aus der Toolbox, das Teil, glaube ich. Nee. Das Teil ist nicht aus der Toolbox. Da hinten weiß ich es jetzt gerade auch nicht. Es kann auch sein, dass er selbst gebaut ist. Gut, okay. Ich dachte, wir kommen noch nicht mehr raus. Was ist das genau? Gut. Wieder ein Genickbruch. So muss das sein. Was kriegen wir hier? Ach, ein Zaun. Okay, sehr schön. Ein schöner Zaun. So, kriegen wir hier ein Boot. Na, hier hin. Müssen wir irgendwas drücken, damit es fährt? Weil es fährt nicht. Vielleicht T, vielleicht G, vielleicht F, vielleicht D, A, S, Y. Y sollten wir nicht mehr drücken. Da sterben wir. Ich glaube, Y drücken wir nicht nochmal. Aber ich denke mal, wir sind jetzt gerade am Ende angekommen. Ich lasse euch noch den Spaß, ihr guckt es euch selbst nochmal an. Schade, dass sehr viel aus der Toolbox ist. Das weiß bei Golds aber, denke ich mal, zu schätzen, dass ich das erwähne, weil ich halt kein Freund der Toolbox bin. Und vielleicht mal ein paar eigene Ideen reinbringen, wie irgendwas aufgebaut sein könnte. Weil das Teil hier kenne ich aus der Toolbox, diesen Tower. So wie hier vorne die Treppe, die kennt man auch aus der Toolbox. Das Gebäude weiß ich jetzt nicht, glaube nicht, keine Ahnung. Kann mich dann natürlich auch täuschen. Hinten die Rutsche auch nicht, ja. Und ich finde, wir sind an der letzten Folge angekommen. Warum? Jetzt schon zu Ende ist alles. Also mit, ich teste eure Spiele. Weil die anderen zwei Spiele, nein. Da wurden wieder Spiele eingesendet, die, so gesagt, das Thema schon treffen, ist klar. Also dieses, ich teste eure Spiele und alles rum und dran, die Spiele allgemein. Aber das sind Spiele, die haben nicht wirklich Updates bekommen. Und ich kenne die Spiele schon großartig. Und ich finde es halt schade, wenn ich da wieder ein Spiel zeige, wo ich schon zigmal drin war, vor allem im Livestream. Weil ich teste ja, habe ja sonst immer alle Spiele im Livestream getestet. Und ja, ich finde, man sollte schon ein bisschen mehr updaten als eine Stage oder sowas. Finde ich dann ein bisschen schade. Und ja, ich muss dann gucken, was ich morgen dann rausbringe. Mal sehen. Dann würde ich sagen, bis demnächst. Euer Zerox. Ciao, ciao.